Es ist auf, Mann. Ich soll mich aufgeben? Ja. Warum? Ich kenne dich doch privat, Mensch. Ach so, schön. Ja. Gut, dann ruf mich doch wieder privat an, weil eigentlich langweilt es mich. Mike ist bei uns. Alles klar, du Penner, oder was? Ja, kommt drauf an. Na ja. Was willst du denn? Du bist doch schwul, du bist eine Hure. Was siehst du bei dir aus, ist her? Ja, ich muss immer nebenbei noch anschaffen gehen, weil ich hier so wenig Geld kriege, hast recht. Ja, trotzdem. Wir sehen uns. Ich grüße Schnutti und Steffen. Tschüss. Ja. Wo sehen wir uns denn? Komm, du. Was? Wo wir uns sehen? Was? Mann, schalt doch mal das Gerät ein. Komm. Wo wir uns sehen? Komm, du Schwuler, so, sag du. Lass den Arsch ficken. Tschüss. Die machen immer alle Versprechungen und dann halten sie nichts. Das ist auch nicht nett. Gut, dann gehen wir zu ein Kugelgelenk sozusagen. Das ist richtig. Und du drehst dich dann auch da drauf? Jo. 180 Grad oder 300? Handschuhe muss ich auch mal. Ja, gut. Und den Mundschutz. Ich möchte ihm. Weil du riechst nachher aus dem Mund. Ich möchte mich gerne von dir Kugelkopf bumsen lassen. Kugelkopf? Ist das möglich? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Na, du steckst deinen Kugelkopf in meine Kugelfotze. Ja? Ja. Ach, das gibt dann praktisch so ein Gelenk. Ja. Ein Kugelgelenk sozusagen. Das ist richtig. Und du drehst dich dann auch da drauf? Jo. 180 Grad oder 360? 360. Immer rum? Immer rum. Wie ein Propeller? Ja. Ja, da haben wir wenigstens frische Luft, ja. Das finde ich doch wunderbar. Martin, einmal. Ja, kann ja sein, aber erstmal würde mich auch aufregen, dass du in der letzten Sendung gesagt hast, dass du aufhören willst. Ja, warum regt dich das auf? Ja, weil das nicht sein kann, weil deine Sendung sowas von cool ist und ich finde die einfach stark und mich regt das einfach auf. Ja. Und ich deswegen einfach mal die Judenvergasung wieder einführen werde. So, und so. Deswegen wirst du auch sterben, du alter Jude. Wisst ihr was? Sieg, ja. Heil. Ich würde sagen, in diesem Moment machen wir die, ja, das ist auch Gas und das ist gar nicht gut für die Lunge. Haarspray. An den Beinen, die hat ja Beine ohne Ende. Hat deine Freundin auch so lange Beine? Oh, da hat es ihm glatt die Sprache verschlagen. Wir reden mal mit Andreas derweil weiter. Andreas? Ja, hi Christian. Hallo. Ja, ich würde ja mal gerne deine arschgefickte China-Mundfotze da ficken. Ja, so. Aber ich glaube, sie steht nicht auf so eine ordinären Sprachen. Nee. Was bist du eigentlich, Mann oder Frau? Ja, eigentlich würde ich sagen eine Tunte, aber ich bin Grossi und freue mich heute hier zu sein. Hallo erstmal. Ja, kannst du mir trotzdem geschlechtlich ein bisschen weiterhelfen? Ja, untenrum würde ich sagen, bin ich Mann. Ja, und obenrum undefinierbar. Undefinierbar. Aber schön. Ja, wir müssen ein kurzes Pause machen. Ich komme gleich zu dir. Du sitzt bequem, hoffe ich. Und derweil gehen wir zu Sascha. Hallo, was los? Ja, das weiß ich noch nicht. Was möchtest du? Dieser Typ, der da hinten sitzt, der sieht ziemlich scheiße aus, ne? Der hier? Ja. Wie heißt du? Grossi. 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 Ja, passt doch. Gross ist er zwar nicht mehr, aber gross. Ja. Möchtest du sexuell irgendwas von ihm? Nein, natürlich nicht. Aber gut. Ja, ich wollte dir mal sagen, also mal hättet ihr die Club-Cola ein bisschen über den Schädel gießen sollen. Das ist ganz schön eklig. Ich meine, passt ein bisschen zu dir, du kleiner pakistanischer Eselstreiber. Ja, was möchtest du mir eigentlich erzählen? Ja, ich will dir erzählen, dass du ein kleines Arschloch bist. Ich meine, und dass du ein bisschen dumm in der Birne bist. Ja, wie kommst du darauf? Ja, ich meine, ich sehe deine Sendung ab und zu und ich meine, ich kann herzlich über dich lachen. So ja, das ist doch schon mal viel wert. Ja, ist schon sehr viel wert, stimmt. Ja. Oder drehst du meiner Belustigung bei. Wie leicht bringt man dich zum Lachen? Es braucht schon eine Weile, bloß ich meine, du schaffst es immer wieder mit deiner Dusseligkeit. Dumme Menschen haben da auch wenig Humor in der Regel. Ja, das stimmt. Gut. Möchtest du noch irgendwas erzählen oder hast du dich jetzt ausgenölt? Ich habe mich noch nicht ausgenölt. Na gut, dann nöll weiter, dann lese ich meine Faxe. Ja, ich wollte mal erzählen, und zwar früher war das, so schlimm war das früher in Ostern. Was war denn früher? Ja, so schlimm war das früher in Osten. Es gibt Hallöchen, ist so wie Schwulsein. Naja, ein bisschen. Ein bisschen, gut. Pass auf, erstmal schöne Grüße von den ehemaligen Kollegen. Welche der vielen? Im Hotel Ambassador. Ah ja, wunderbar. Da komme ich auch immer wieder gerne hin. Ja, du warst doch schon lange nicht mehr bei uns. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, das ist das Problem. Ja, und dann zu deinem das Thema heute. Das war dieses heute, Stundenhotel, ne? Was? Das war dieses Stundenhotel. Bitte, 4 Sterne haben wir, ja. 4 Sterne? Ja. Ah ja. Und da hast du auch mal gearbeitet, Bankett oben. Guck an. Gut, was möchtest du mir eigentlich erzählen? Ja, also zu dem Thema heute, dass Julia, danke dir für den Anruf. Ruf nochmal an, wenn das Zeug da ist. Wir müssen zu Steffi. Steffi? Ja, hallo. Schläfst schon ein bisschen, ja? Ja, du bist ein Spitzenmoderator. Oh, willst du das ballen? Du, pass mal auf. Und ich habe eine riesengroße Bitte. Oh, riesengroß. Genau. So groß oder so groß? Na, ist egal. Weißt du, ich stehe dazu. Ah, ist egal, wie du das nimmst.
Aber ich habe eine aus Ost-Partnerin und die ist aber eine Spitze. Ah. Kannst du mir bitte eine Gefallen tun? Mache ich dir eine Gefallen. Wirklich? Aber sicher. Ey, Puster, kannst Puster. Du mir vielleicht sie anrufen, weil sie hat jetzt aber Dienst? Ich kann hier nicht telefonieren, leider. Nee, ach du Scheiße. Ja, wir arbeiten dran. Nach ach der Sommerpause Gott. Haben wir das vielleicht und auch. Das. Ich habe so gerne gehabt, dass du vielleicht sie rufst an und dann sagst du nur Hallo. Aber ich habe eine ganz sensationelle Idee, Steffi. Ja. Ruf du sie doch einfach an, oder? Ich würde sagen, ruf sie einfach an, die Nummer hast du hoffentlich. Und ja, also ihr müsst das mit dem Service... Lampenpackend. Da gibt es ja auch so eine Sozialpaläste. Ja. Die sind ja recht ähnlich dem Plattenbau. Ja. Die würdest du dem vorziehen oder auch nicht? Nein. Auch nicht. Du bist recht fortkarg, kann das sein? Also mit dir könnte ich einen Stummfilm machen. Ja. Gut. Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest? Ja. Bist du zufrieden? Ja. Und mit dem Friseur würde ich nochmal reden. Also wirklich, also da kriegst du vor jedem Gericht, kriegst du auf jeden Fall recht. Lass dir eine neue Frisur verpacken. Ich entlasse dich aus meinem Studio wieder. Und wenn ihr auch hier mal sitzen wollt mit so einer dumm dafür, wir gehen zu Thomas. Ja. Thomas. Ja, ich bin dran. Was willst du? Ich muss was loswerden, unbedingt Christian. Ja. Also, ich bin bei der Post. Ach, Herr Jemine, das ist ja schon eine Strafe für sich. Ja, ich weiß. Also pass was auf. Was tust bei du da? Post ist ja nicht gleich Post. Also bringst du die Briefe nach Hause, ja, stehst ja, hinterm Schalter genau, ich oder bin was? Der Briefzustellung. Also pass auf, bei uns sind echt Leute, bloß weil sie Beamte sind, ich bin 29, die sind echt noch nicht mal 30. Und das ist meistens so, wenn man 29 ist. Was? Das ist meistens so, wenn man 29 ist. Nein, hör doch mal zu. Die sind echt noch nicht mal 30 und wollen auf Dauer dienstunfähig gehen, bloß weil sie Beamte sind. Die ja. suchen Krankheiten, das sind solche faulen Schweine. Ja, wo ist das Problem jetzt? Ja, dass das alles faule Schweine sind, dass die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben und dass mich das richtig aufregt. Ja, nur weil du kein Beamter bist. Nee, ich würde es nicht machen, auch wenn ich Beamter wäre. Ach, du bist ein ganz Fleißiger. Naja, was heißt fleißig? Jeder muss seine Arbeit so ein machen. Ein Arbeitsbienchen sozusagen. Wie kann man sich mit 30 hinter seinen Krankheiten verstecken? Ihr seid ja. alles faule Schweine. Gut, und wann fängst du denn morgens so an zu arbeiten als Briefzusteller? Meine Post kommt immer relativ spät. Ja? Ja. Also ich bin um 5 immer auf Arbeit. Um 5 Uhr? Ja. Und wann muss man da aufstehen? Na, ich stehe um kurz nach 4 auf. Und warum bist du jetzt noch wach? Weil ich mich aufregen wollte. Und weil ich Dampf ablassen wollte. Ach so. Okay, hast du gemacht, dann geh jetzt schnell ins Bett. Wir gehen zu Paul. Theo, 35 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Theo. Hallo. Eine rauschfreie Leitung mal, das finde ich sehr schön. Ja,